So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Hier mitten im Wasteland um, ja, 8:30. Wir waren letzte Folge etwas unterwegs, haben noch ein bisschen, Ausbesserungen der Basis getätigt und ja, wollten noch ein bisschen eisen. Aber das ist leider nicht mehr so... Wow, was bist du? Ach, Golden Rotti. Aber es ist leider nicht mehr so ertragreich, wie es früher mal der Fall war, dass die Eisenträger so viel geben. Deswegen, ja, jetzt geht es erstmal Richtung Heimat. Die Nacht gut überstehen und ja, vielleicht finden wir auf dem Weg noch den einen oder anderen Müllsack oder ein Nest. Oder beides. Ja. Ja, ein bisschen Holz bräuchte ich auch noch. Da kann ich auf dem Weg jetzt hier noch den einen oder anderen kleinen Baum mitnehmen. Na, den vielleicht nicht. Naja, mal die ganzen Birken hier weg. Die geben sowieso keine Samen und ja, auch nicht viel Holz, leider. Ah, ein bisschen Kohle, die lasse ich jetzt mal hier. Kohle haben wir wirklich ja, mehr als genug derzeit. So, oh, ein Schwein auch noch, Mensch. Ja, die Tiere, die lasse ich jetzt leben. Mit meinem Jagdmesser sieht es eh nicht so prickelnd aus. Ich glaube, das kann ich jetzt gleich mal in den Schrott hauen. Da mache ich mir dann lieber noch aus, ja, Knochen 1. Das ist nicht ganz so effektiv, aber bevor wir überhaupt keins haben. Da steht einfach mitten in der Pampa ein Auto. Ja. So, du kommst weg. Du wirst verscrapped, du wirst verscrapped. Ihr auch. So. Die kann ich wieder anziehen, da haben wir wieder ein bisschen Platz und... Eigentlich könnte ich das Auto noch schnell zerlegen. Nee, lieber nicht. Ich sollte... Oh, ich sollte mich jetzt echt ein wenig sputen. Ich dachte, das ist jetzt meine Bude, aber das ist ja gar nicht. Hat ja gar keine Mauer und nix. So. Jetzt hoffe ich bloß, dass die Horde hier in der Richtung ja, der Bude gezogen ist, die wir letzte Folge gesehen haben, weil sonst ist jetzt hier gerade richtig Action und es ist dunkel und den Müllsack will ich haben. Nein, hat sich nicht rentiert. Naja. Bis 10 schaffen wir es eh nicht mehr, dann können wir jetzt zumindest noch ein Nest mitnehmen. Licht haben wir ja. Nein! Lauf! Ja. Schaffen wir. Ich nehme lieber mal sicherheitshalber einen Knüppel in die Hand. Falls wir es doch nicht schaffen. Ah, nicht mehr weit. Ich kann schon das Licht am Ende des Tunnels sehen. Nein, eine Doppellöhre an Nestern, aber ich kann es nicht mitnehmen. Noch ein Nest. Die große Stadt würde mich echt mal interessieren. Ich glaube, ich riskiere das jetzt am nächsten Tag. Ich packe mir nur das Zeug an, was ich wirklich dringend brauche. 2, 3 Bier und ja. Halt das, was ich eh unten in der Leiste immer habe. Notfall können wir uns einfach hier einen Schwung in neue Werkzeuge machen, dann hätten wir es wieder drin. Das ist ganz schön weit, also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und am nächsten Tag, ohne da jetzt lang zu fuchteln, sobald es 4 Uhr schlägt, vielleicht auch ein bisschen früher. Ja. Hau ich mich raus, hau mich auf einer Straße entlang, da schauen wir jetzt dann noch, wo wir am besten hingehen und ach so, ja, falsche Seite, ich wollte gerade sagen, Mensch, wo sind die ganzen Kette hin? Nein! Ja gut, ich hoffe, die macht sich selber in den Spikes weg. So. Oh, das hört sich immer gar nicht gesund an. Jetzt machen wir mal hier Bilanz. Es sind sehr wenig Steine. 357 Iron, das ist ja lächerlich. Ja.
Nee, das war leider nicht so erfolgreich. So, was haben wir hier noch? Ja. Gut, dann. Ach. Ich verscrap dich jetzt einfach. So. Irgendwo kloppt die dagegen, wo, ja. Wo es sich nicht gut anhört. Ohne Gegenwehr. Nägel. Dann, was kommt hier noch rein? Ja, dafür haben wir ordentlich was an Federn. Eisen noch hier mit rein. Ich hatte doch was für hier. Ach, hier. Genau. Gut, dann schaut es jetzt auch nochmal ganz so wild mit den Federn aus. Ja. Was haben wir hier noch alles Schönes? Blueberries, Kaffee. Mensch, Kaffee ist mittlerweile auch nicht mehr halb so wichtig, wie es mal früher der Fall war, durch die ganzen Perks. Ist vielleicht schön, wenn man im Kältebiom unterwegs ist. Das hatten wir auch mal gemacht. Haben wir uns komplett auf dem PvP-Server im Schneebiom eingebunkert, weil der, ja, da will im Normalfall immer keiner sein. Und ich muss zugeben, es war am Anfang auch ziemlich hart, also bis wir da mal ein bisschen so die ersten Fellklamotten hatten und, ist schon ein bisschen Zeit vergangen, aber es hat sich dann auf jeden Fall rentiert. Genauso wie dieses Hunting Rifle, Barrel. So, Gläser waren hier drin. Öl, wo habe ich Öl hin? Öl? Ach, das habe ich, glaube ich, im Allgemeinen hier noch drin. Jo. Ah, da können wir uns mittlerweile auch ein paar Weapon Repair Kits machen. Allerdings, ja. Fehlen uns dazu noch die Waffen. So, die Jacke kommt jetzt weg. Hier braucht kein Mensch. Eier noch in die Kiste. Ja, bis hier mal wieder alles an seinem Platz ist. Das dauert schon mal ein bisschen. Und ja, immerhin 2000 Holz. 500 nehme ich mir mal mit und der Rest, der bleibt jetzt einfach mal hier. So. Dann, ja, die lasse ich jetzt auch mal hier. So rum. Ne, so rum, so. Und ja, den Rest kann ich eigentlich einschmelzen. Da fehlt Holz. Das macht jetzt den Screamer auch nicht viel besser, aber immerhin, eigentlich könnte ich mir doch da mal ein paar Steine hier zu Herzen nehmen. Zement. Ja, dann lassen wir hier den Zement mal durchlaufen und ja. Die Jacke, die ist bestimmt gutes Brennmaterial und das andere, das lassen wir hier jetzt mal kurz einschmelzen. Ich weiß, war noch voll funktionstüchtig, aber es nimmt nur Platz weg. So, 1.16 Uhr. Ich würde sagen. Ja, ich will jetzt ungern raus bei Nacht wegen der Screamer-Tante. Bierhammer, das haben wir vielleicht noch. Ja, ich glaube, ein paar Armbrustpfeile gönne ich mir noch. Habe ich hier noch Tipps? 250, das ist okay. Und ein paar. So, Crossbow Bolt. Iron Crossbow Bolt. Ja, machen wir mal 104. Und ja. Kriegen wir hin. So, ist hier noch irgendwas drin? Nee. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ich habe noch einiges an Wasser. Ich könnte mal eine Runde roten Tee machen. So, 60 Stück. So. Bitte 60 mal Red Tea. Danke. Wer braucht denn der? 4 Minuten und es brennt 34. Nee. Das wollen wir nicht. So, dann hat er ein bisschen Luft und... So, 5 Minuten und 4 Minuten, das passt. Wir wollen hier nicht unnötig Holz verschwenden. Bisschen Wasser ist noch da. Ja. Nee,
Damit warte ich jetzt auch noch. 2.14 Uhr, ja, ihr seht schon, ich will die Zeit hier gerade noch ein bisschen totschlagen, aber das können wir mit Essen auch verbringen. Ja, jetzt kommen Hunde. Ja. Und ich habe keine Ahnung, wo diese Screamer-Tante jetzt rumhängt. Auf jeden Fall nervt die. Die nervt tierisch. So. Koste es, was es wolle, die machen wir jetzt weg. Hoffentlich bezahlen wir damit nicht mit unserem Leben. Okay, die ist weg. Und ich denke, der Rest, der wird sich von alleine erledigen. Kommt, kommt in meine Spikes. Ey, bam. Bis er explodiert. Mensch, den habe ich sogar getroffen, ey. Und wieder getroffen. Ja, keine Beine. Okay, gut. Die Seite, die muss dringend verstärkt werden. Nein. Das geht sogar noch von hier oben. Ah, kein Eisen. Shit. Okay, okay, okay. Dann, ich mache einen ganz, ganz, ganz kleinen Mini-Abstecher noch bis 4 in die Mine. Und, ja. Erstmal hier die gescheite Pickaxe wieder rein. Und schau, dass ich noch ein bisschen was an Eisen herkriege, weil das ist ja echt hier lächerlich, was wir haben. Ich meine, ich könnte mir den Rest aus den Kisten jetzt nehmen, aber ja. Es ist sowieso noch Nacht. So, so schnell hat man 74 Eisen. Ja, es ist hier unten doch deutlich schneller und angenehmer als oben. Wenn man sich dann hier nicht irgendwann mal verhaut. So. Oder erschlagen wird. Aber da, wenn man einmal einen Anfang hat, da kann man hier rausminern. Ohne Ende. So. Tag 40, wir haben jetzt noch, ja, 40, 41 und 42 Zeit, sprich 3 Tage. Und, oh, das ist alles Eisen, das ist gut. Also Eisen scheint dieses komische Schimmernde zu sein und das ganz hell leuchtende, das ist dann anscheinend, na, das andere Zeug halt, Lied. Dies ist nur Lied. Du, du, du. Gut, 4.03 Uhr. Ich will jetzt nicht länger trödeln, wie ich es eh immer schon mache. Und ja. So, du noch mit, dass er auch stabil bleibt. Ja. So, und dann kannst du mal was luxen. So, 13 Minuten. Ja, das kriegt man hin. Du hier rein, du da rein. So, Sand kann hier rein. Steine haben wir ein bisschen. Ja, immerhin. Da haben wir jetzt in 2 Minuten mehr geschafft als vorhin durch die ganze Tour. Ja, das Eisen selber, das nehme ich mit. Hat den Hintergrund, dass ich draußen einfach hier mal schon. Da ist die nächste schon wieder. Latanda. Komm jetzt. Ich glaube, ich muss das Spiel mal neu starten, weil die Zombies, die rennen überall immer rum und versuchen hier alles möglich zu zerprügeln. Komm, jetzt geht drauf. Geh kaputt! Okay, 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 okay. Nein! Ja, was das war, keine Ahnung. Wow! Ey! Kaputt. Oh nein, a Feral, ey. Und ein Kopf. Wow. Ach, das ist die Kotze jetzt gewesen. Und da ist ja echt nichts mehr an Spikes.
Ja, ich spann mir das herum, geh Eier jetzt hier. Ich wollte. Oh, zwei Ferals sogar. Okay, egal. Ich lock die mal nach Möglichkeit hier hin, ne? Ah, shit, 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 shit. So. Zumindest ein bisschen Eisen und ein bisschen reparieren hier. Ja, den Bullen hätte ich hier schon noch gern weg. Nein, Screamer irgendwo. Die verprügeln hier meine Spikes. Da ist der Screamer, ey. Der Screamer muss weg. Aber ich treffe ja zumindest ein bisschen. Das ist echt krass. In dem Gras sieht man die kaum. Und der Bulle spuckt. Na! No. Okay, das war's mit dir. Naja, immerhin ein Hut. Hey! Ja, okay, die locke ich jetzt weg. Ich wollte mal in die große Stadt schauen. Aber das mache ich jetzt hier anders. Ich gehe mal hier ein bisschen weg. Und dann schaue ich mal auf der Karte, wo ich hier überall hin könnte. Da oben ist die Wüstenstadt. Ich möchte ganz gerne mal... Was bist denn du für ein Wegpunkt? Egal. Da schauen wir jetzt mal hin. Und das hier im Affenzahn und ja, vorher vielleicht noch eine Pille. Okay. 6.35 Uhr, ja, wir haben jetzt ein bisschen länger rumgetrödelt. Wow, Medizin, ich krieg Medizinskill, wenn ich Pillen fress. Ja. Oh, das ist leer. Okay, gut, ja. Dann einfach weiter. Und ich sollte mich jetzt wirklich hier... auf das Looten von irgendwelchen Containern hier konzentrieren und halt nur bei Bedarf irgendwie Eisen oder so Scheiß mitnehmen. Weil sonst kommen wir überhaupt nicht mehr vorwärts. So. Oh. Ach, der war nix. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Holz mitnehmen. Sind jetzt ganz Bäume, die wir gepflanzt haben, oder waren die schon? Naja, spielt effektiv ja auch keine Rolle. Irgendwann werden sie größer, hoffe ich doch. Und wenn der, dann nimm es im Kleinen mit. Holz haben wir ja derzeit... Ey, jetzt reicht's mir. Ey! Holz haben wir ja derzeit genug, wollte ich sagen. Zumindest in dem Umkreis. Das Zeug, das wächst ja auch alles. So, ja, die Quali von dem Loot ist bisher leider noch nicht so, so wahnsinnig erotisch. Was macht denn unser Scavenging-Skill? Scavenging! 33, und was brauchen wir für den Quality-Show? Da brauchen wir... Oh, 60, ey, das ist ja heavy. 27 noch, da dürfen wir aber ganz schön looten. Ah, die Pfeile, ja, die sind fertig. Und es ist der Schatz, habe ich, ach stimmt, ich habe ja nochmal eine Schatzkarte gefunden, genau. Ja, aber an auf Schatzgräber wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Ich wollte eigentlich nur hier... Ich gehe mal hier zur Straße. Weil Straßen führen ja bekanntlich in Siedlungen. Und jetzt hat man mit drei Siedlungen, oder sagen wir mal zweieinhalb Siedlungen, schon so Pech, was
den Werkzeugladen angeht, dass doch zumindest in der nächsten Stadt irgendwo einer sein müsste. Ich wäre auch mit der Tanke zufrieden. Hauptsache, wir finden jetzt mal diese Kalibers. Da ist ein Friedhof mit Kapelle. Aber ich glaube, das ist ein einzelnes Ding. Die dürften, glaube ich, auch einzeln rumstehen und generiert werden, ohne dass eine Stadt mit dran hängt. Ah, die Gräber, das wäre natürlich auch eine feine Geschichte. Und Level Up. Ja, da ist mir jetzt gerade ein bisschen viel Betrieb. Ich möchte nämlich einfach nur erkunden. So, aber wir sind schon wieder am Ende einer Folge. So schnell geht es immer. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt mir ein paar nette Kommentare. Ich würde mich wahnsinnig drüber freuen. Ja, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play 7 Days to Die. Und genießt euren restlichen Tag. Macht's gut und ade.